Auch wenn wir mal verlieren, haben wir es doch nie satt. Dynamo! Na 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 na, na 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 na, hey oh, SGD! Dynamo handelt von der Fußballleidenschaft, von der Schwarz-Gelben. Und dafür haben wir sehr viele Fans gecastet, die ihre Geschichten auf die Bühne bringen. Also Kino. Und ich frag wann. Und er sagt? Nächsten Mittwoch. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Sommer spielt. Gegen Rom. Und ich muss dahin. Ich hab Kocken hier. Die kriegt man nicht einfach so. Aber Sabine. Dynamo. Ja, die Arbeit in der Bürgerbühne ist natürlich immer was ganz Besonderes, weil das keine Profis sind, die auf der Bühne stehen. Und das hat mich wahnsinnig überrascht, wie toll die auch, was für ein Organ auch diese Gruppe hat von Anfang an. Gib mir ein M. M. Gib mir ein O. O. Und das heißt Dynamo. Hier sind wir im K-Block, dem emotionalen Epizentrum des Dynamo-Stadions. Von hier aus die Suppe im Hexenkessel angekocht. Und wie bei jedem Kessel, wenn zu viel Dampf drauf ist, kann die Suppe auch mal überkochen. Das Fußballstadion ist an sich, egal in welcher Stadt, immer so ein Ventilöffner. Und das ist, da hat Dynamo auch ein totales Problem damit und das sehen aber auch die Fans. Sie! Das gehört zu Dynamo dazu, also die schwarze Seite von Dynamo, Sie. Da darf man sich auch nicht scheuen, die auszusprechen, weil das alles andere wäre irgendwie Quatsch. Hoch und runter ging das die letzten Jahre. Eine Liga hoch und wieder runter. Und das ist, klingt vielleicht seltsam, aber das ist jetzt eigentlich so wie bei mir, wenn ich zurückschaue. Thomas Freier hat ja den Text geschrieben für Dynamo. Das heißt, er hat die nicht geschrieben, sondern wir haben die Geschichten von den Fans gesammelt und er hat sie verdichtet. Das sind ihre Geschichten, aber schon in eine Kunstform gepresst, die sie dann auch wieder auswendig lernen, um dann sich wieder frei zu spielen. Oh, Alter, Alter, was ist denn hier los? Die Mauer ist auf! Bundesliga! Alle sind sie da! Alle sind sie da! Theater eigentlich im besten Fall so sein wie Fußball. Also so spannend, so mitreißend, bis zur letzten Minute offen und es kann alles passieren. So sollte Theater im besten Fall auch sein. Bei uns im Stadion, hier ist so